Jetzt rufen deutsche Popstars zum Frieden in der Ukraine auf. Zu einer Kundgebung unter dem Motto Sound of Peace am Brandenburger Tor haben sich am Sonntag viele prominente Musiker angekündigt. Die Veranstalter sprechen von Europas größter musikalischer Kundgebung. Mit dabei Peter Maffay, Sarah Connor, Silbermond und Revolverheld. Angemeldet sind 20.000 Teilnehmer. Gut möglich, dass es wesentlich mehr werden. Los geht es um 15 Uhr. An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram, um mit Inhalten aus sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren. Die TV-Sender ProSieben und Sat.1 übertragen die Veranstaltung, die bis in den späten Abend andauern soll. Senderchef Daniel Rosemann: So eine Bewegung und gemeinsame Haltung passiert nicht nur vor dem Brandenburger Tor, sondern auf allen Couches und in allen Wohnzimmern. Zwischen den Auftritten sind Reden und Diskussionen geplant. Auch Natalia Klitschko, Ehefrau des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, will auf der Demo sprechen. Ebenso Autor Sebastian Fitzek und Journalistin Dülzen Tekal. Auch die Jungs von der Country-Rockband Bosshaus stehen auf der Bühne. Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen und zeigen, dass wir alle zusammen vielleicht ein bisschen etwas ändern können, so Sascha Vollmer. Die Veranstalter sammeln gleichzeitig Geld für die Menschen in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten. Infos zum Programm und zu den Spendenmöglichkeiten unter Sound of Peace.